So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Adventure Map, wo man gleich mal einen Abgang, wo Chris gleich einen Abgang macht und ja, das war schon mal ein sehr guter Fail. Also, wir spielen die Map, wie man hier lesen kann, Escape Island. Wir müssen dazu sagen, wir kennen die Map, allerdings in einer älteren Versionsnummer. Deswegen nicht wundern und verdammt nochmal, ich habe vergessen, meine blöde Teils zu minimieren. So, jetzt wird es ein bisschen anders aussehen plötzlich, aber jetzt passt. So, ja, hier oben sind die Regeln drinne und da können wir gucken. Ja, wir spielen jetzt auf der 161 und ja, also im Prinzip, klar, wir dürfen keine Blöcke zerstören, nichts aus den Dispensern nehmen, nicht cheaten, keine Mods benutzen. Ich habe ja auch nur too many items drauf. Und bla 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 bla. Und ja. Ziel ist natürlich ein Highscore zu knacken. Mal gucken, ob wir den knacken. Und mal schauen, wie die Map jetzt verändert worden ist. Wir kennen nur die alte Map, da waren da oben so Wolken. Jetzt stürze ich mich auch mal hier runter. Warum leckt es jetzt gerade? Warum bin ich jetzt gestorben? Hä? Ne, funktioniert alles. So. Du löst ja hier vor mir. Ja, genau. Funktioniert alles. So. Ja, dann schauen wir mal gleich. Hier ist eine Kiste. Da haben wir ein bisschen Brot und Meth Nutits. So. Hey there, stranger. If you find this notice, it mean that I probably took my boat out to the sea to fish. Ja, also er fischt halt da gerade irgendwie. I found you lying on the beach after the storm yesterday and took you inside. I'm very eager to hear your story when I return. In the meaning, make yourself compatibility with the island. You're probably gone spend the rest of your life there anyway, Matthew. PS, please don't enter the basement, it's private. Ja, das werden wir allerdings dir zeigen, ob das da unten privat ist oder nicht. So, auf jeden Fall, ja, könnten wir eigentlich jetzt auch mal raus. Achso, hier waren die ja drin in dem Ofen. Ja, nehmen sie mit, wir müssen es ja eh am Ende zusammen zählen. So, also, dann haben wir jetzt hier eine Farm, vorne sind die Docks, hier ist ein Brunnen und dann irgendwo anders war noch ein Grabstein, glaube ich, ja genau. So. Ich glaube, hier war auch eine Kiste, meine ich, wenn ich mich nicht noch irre. Wenn ich das noch in einem Gedächtnis habe. Die droppen ja gar nichts. Hier ist sie doch. Drei. Oh, die Diamanten sehen anders aus. Neue Textur hier. Also. Ja, im Fax. Du hast Texture Pack. Ja. So. Und hier war irgendwo der Geheimgang, oder? Ja, genau. Hier war. Wo? Ach da. Hier, wo ich bin. Ja, ist natürlich jetzt blöd. Klar, also zumindest ich kenne auch die Map ziemlich gut, deswegen wird das diesmal kein Blind Run, kann man fast sagen. Nummer 1, Hebel 1 von 3 nach unten und die anderen beiden waren an Bäume. Irgendwie an Bäumen. Ja, war der eine nicht unter Wasser? Unter Wasser? Nee, hier war eine Kiste, stimmt. Kiste. Ja, da war eine Kiste. Ja, du kannst ja zum Beispiel auch mal unter Wasser alles abgrasen, wo eine Kiste sein könnte. Ich guck schon mal hier in den Bäumen, ob hier irgendwas ist. Erstmal ist da oben auf dem Haus eine. Also wir wissen natürlich auch nicht hundertprozentig alles mehr, also so ist es auch wieder nicht. Und ja, dann schauen wir mal, was wir so finden. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Schalter. Und umgelegt. Und dann schauen wir mal. Ach, hier ist auch eine Kiste, sehr gut. Ein Diamant. Sehr gut. So, und hier ist der andere Schalter. Zack. Einmal umgelegt. Oh Gott. So, dann mal gucken, ob wir nicht. Ob da irgendwas oben auf den Bäumen ist.
Oh, scheiße, ich bin mir runtergefallen. Das sieht doch schon so verdächtig aus. Ah, scheiße. Nicht ganz geschafft. So. So, so. Ja. Also ich gucke jetzt gerade mal so ein bisschen auf den Bäumen, ob da irgendwas ist. Oh, ja, hier oben ist einer. Oh, mit sieben. Sieben Stück, so. Habe ich so, die Kiste auf dem Haus habe ich. Du hattest die unter dem Bootsanleger, ne? Ja. Okay. Also von hier oben sehe ich jetzt zumindest nichts mehr. Scheiße, ich habe ja keine Optifine drin. Eingeschmiert. So. Ist ja auch noch nicht entwickelt worden für die neue Version. So, dann mal hier wieder runter. So. Halt der. Der Eingang ist ja offen wieder. Wo war denn der Eingang jetzt? Hier hinten, ne? Ja. So. Jawohl, ist alles offen. Und dann schauen wir mal. Was haben wir denn da? Da haben wir einen Redstone und ein schönes Buch. Und da heißt es Day Nummer 8. Hast du das Fleisch? Nee, habe ich noch nicht. Dann nimm dir deins raus. So, Matthew is monitoring, bla bla bla, lest euch durch. Der fischt da halt ein bisschen rum. Dann hat er am Tag 9 so einen Heimrum gefunden. Und dann. Ja, ist dann am Tag 10 jede Spur dann verloren gegangen. So, hier haben wir ein bisschen Fleisch und haben hier noch irgendwas? Ich weiß auch gar nicht, wozu hier eigentlich ein Dings, eine Workbench steht. Wir können doch gar nichts craften. So. Wie war denn das jetzt? Mit den Diamant. Mit den. Diamant, mit den Redstone musste man irgendwo runtertauchen, oder? Aber wie war das? Gab es da irgendwie so ein Heim Versteck? Wo war denn der? Hier irgendwo. Kurz gucken. Nee, hier war der nicht. Hast du eigentlich hier unten schon mal guckt nach geheimen Truhen oder sowas? Unter Wasser? Ja. Ja. Nichts, oder? Mm-mm. Na schade. Wo musste denn der? Ach, Moment mal, bei der Farm war doch, glaube ich, auch noch irgendwas, oder? Die Farm, die Farm, die Farm. Ist hier nicht irgendwas aufgegangen? Schwein, geh da weg. Aber hier ist doch, meine ich, immer irgendwas aufgegangen. Hä? Wo haben wir da irgendwas vergessen gehabt? War da nicht irgendwas mit dem Schalter noch? Das schau ich mir jetzt nochmal genauer an. Ja, hier ist offen. Also ist doch offen. Ja. Ich wollte mich doch gerade gewundert haben. Habe ich die Map doch noch irgendwie gut in Erinnerung? So. Da ist offen. Ja, dann mal runter. So, zack. Tür ist offen. The fountain never Wassereimer. worked. So, und da müsste ein Wassereimer drin gewesen sein, ne, oder? Oder wie war Ja. das? Ja, genau. Genau, den musste man ja da
bei der Fontäne reinkippen. Ja. Und dann kam da irgendwie ein Geheimgang aus. Der war, glaube ich, hier unten irgendwo. War der hier? Oh, hier ist. Aha, ich habe aber hier noch eine Kiste gefunden mit 5. Wo denn? Hier hinten. Wo bist du überhaupt? Ach da. Hier unten. Hier unten. Ich hab's schon gefunden. Direkt hier drunter. Da war's. Gut, dass ich da nochmal lang gegangen bin. Aber wo war denn jetzt der geheime Raum nochmal? War nicht unter dem Bootssteg? Und ein Bootssteg? Ich weiß nicht, Ach nee, da war eine Truhe. ich tauche jetzt einfach mal kurz lang hier. So, 19 Dias habe ich schon mal. Ah, da ist er. Hier ist er. So, jawohl. So. Aha, noch ein Diamant und die Schaufel. So. Ja, und was, da steht natürlich, man soll graben, wo sich die drei Birkenbäume, hier haben wir einen, sich kreuzen. Da soll man graben. Und jetzt könnte man sich eigentlich auch so überlegen, ja, wo könnte man denn graben hier, ne? Könnte man denn graben? Vielleicht am Grab War das hier? nicht auf dem Friedhof? Ja. Ja, so ein bisschen Grabschändungen betreiben, ne? Hier, Rip genau. Martin, ja. Leider schon gestorben, vor 2 Jahren. Ich glaube, hier war das, ne? So. Ja. Genau. Nee, Ach, was können wir eigentlich gar nicht so brauchen wollen. nee, kann man. Doch, ein Knopf ist hier. So, schauen wir wieder rein und zack. Nach oben. Achso, das Wasser ist da noch drin, oder? Soll ich wieder rausholen? Ich habe nur eine Kiste da drin gefunden mit 3 Diamanten. So, jetzt haben wir den Knopf. Damit können wir die Privaträume öffnen unten. Ist noch ein Ofen, nochmal mit 4. So, dann jetzt. Hä? Ich bin noch durchgegangen. Hä? Spinnt denn jetzt gerade der Server rum? Nö. Ich werde immer nach draußen katapultiert. Ja, gibt's denn das? Ja, also, bleib mal da, wo du bist. Ich komme irgendwie nicht durch die Tür durch. So, okay. Was war das? Ist ja schon peinlich. So. Ja, was haben wir hier? Subject 67. Died after 3 months of the Insel. Also nach 3 Monaten gestorben. Subject 68. Eaten by a wolf after 3 Tage. Nach ja, 3 Tagen gestorben, nach einem Wolf gefressen worden ist. Subject 69. Ill mit after attack supervisor. Was ist denn Supervisor? Keine Ahnung. Subject 70. Drowned will be tried to swim away. Ja, gestorben durch Schwimmen. Das fand ich ja immer lustig. Subject 71. Eliminate after he broke the door. Ist gestorben, weil er eine Tür zerbrochen hat. Dass man dadurch sterben kann, ich weiß auch nicht. Ja. Subject 72. Digged straight down. Ja, ist nach unten ge hat sich nach unten gekramt. Und 73. Currently on the island. Das müssten wir ja sein. So, was sind denn hier irgendwo noch? Da ist ein Ofen. Schon genommen. Habe ich schon. So. Storming and press the button. Ach so, ja. Dahin platzieren.
Genau, so, und dann alles reinmachen.